Hallo und herzlich willkommen im etwas dunklen Wald. Ich hoffe, man kann mich trotzdem einigermaßen erkennen und das Bild ist nicht allzu scheiße. Ich will hier ein bisschen mit Feuer hantieren und dafür geht man natürlich nicht dahin, wo es super hell ist, also da draußen, da wo so gerade ziemlich heilig zugeht. Und zwar ganz kurz, nur schnell darauf eingehen, dass man Esbit ja offensichtlich nicht mit dem Feuerstahl anzünden kann. Kann man schon, man muss nur wissen, wie. Und ehrlich gesagt ist der Trick schon ein bisschen sehr offensichtlich. Aber trotzdem, das machen wir jetzt. Nämlich, wir haben hier einen Esbit-Kocher. Und wir haben hier, oh Wunder, einen halben Esbit-Würfel, weil das reicht. Weil das Zeug ist so billig dann auch nicht, dass ich sie einfach so mal verschwenden möchte. Und den legen wir jetzt da rein und stellen fest, dass er da drin liegt und jetzt geht's weiter. Jo, warum liegt jetzt der Würfel außen auf dem Kocher? Das liegt einfach daran, dass wenn der Kocher offen ist und man hantiert dann mit dem Fire-Steel, dann kann man sich da ganz gut, wunderbar an den scharfen Kanten vom Kocher die Hände aufreißen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist mir nämlich schon mehrfach passiert. Also während der da drin liegt und dann noch mit dem Fire-Steel hantieren, dann hat man außerdem nur noch ein relativ großes Messer, wenn das jetzt ein filigranes wäre oder so ein Striker, so ein relativ kleines Ding, was da normalerweise mitgeliefert ist, dann geht das natürlich nochmal anders. Aber eigentlich will ich ja auch gerade nur zeigen, nachdem ich die Bremse hier erschlagen habe. Sekunde. Jo, Bremse tot. Und ich will eigentlich nur schnell zeigen, dass man tatsächlich, also mit dem Fire-Steel, auch wenn man das jetzt wirklich lange versuchen würde, bestenfalls ein paar braune Punkte auf dem Esbit hinbekommt. Zum Brennen kriegt man es tatsächlich nicht wirklich. Also die ganze Umgebung vielleicht noch, aber nicht den Esbit-Würfel. Das geht also wirklich nicht. Was muss man demzufolge tun, um Esbit mit dem Fire-Steel anzuzünden, ohne gleich extra noch ein Feuerzeug mitschleppen zu müssen, nur wenn man auch Esbit anzünden möchte? Man zündet einfach was anderes an und legt den Esbit-Würfel drauf. Oh Wunder, das ist jetzt nicht besonders raffiniert. Aber diese großartige Survival-Technik habe ich sogar mal selber erfunden und nicht irgendwo anders nachgelesen. Na? Das funktioniert heute aber nicht gut. Ah, na toll. Blup. Ja, also dementsprechend, wenn man ihn in sowas reinschmeißt, dann fängt auch ein Esbit-Würfel an zu brennen. Und damit wäre die Frage, wie man einen Esbit-Würfel mit dem Fire-Steel anzünden kann, auch geklärt. Und wo man Birkenrinde findet, muss ich euch ja jetzt nicht erzählen, oder? Gut, bleibt mir dann bloß noch euch einen schönen Abend zu wünschen und das war jetzt quasi mal so ein praktisches Kurzwissen-Video, auch mal was anderes, ne? Aber das wusstet ihr doch eh schon, oder? So, macht's gut.